Ohio, konnichiwa, konbanwa, hi. Ruckel, ruckel, kabuckel? Ach so. Ich dachte gerade, hey, wieso ruckelt denn das Bild so? Okay, das ist ziemlich cool. Das ist der Schotte gewesen, der bum, bum, blau gelaufen ist. Erst einmal, ich denke, die Karte werden wir später noch selber bereisen können. Das wird bestimmt sowas sein, ne? Oder es wird halt automatisch sein, dass die in meiner Karte umhergehen. Zweitens, ja, mit dem Gespräch habe ich auch schon festgestellt, dass der Text ist viel zu lang gewesen. Ja, ich wette, im Englischen haben die das nicht so lang gezogen. Oder ich weiß nicht, irgendwie, also das, der Text, den sie gerade gesagt hat, der hat überhaupt gar nicht reingepasst. Ja, schon hat sie, also ein bisschen, naja. Das ist, glaube ich, der einzige Makel, wirkliche Makel, dass die Sprache so ein bisschen asynchron ist und so ein bisschen halt bestimmte Sachen. Darum ist es gut, dass ich Untertitel anhabe und auch groß. Ja, ich denke mal, dass mit der Einstellung geht das hier. Oh. Okay, ich würde sagen, wir haben ja einiges. Wir schauen uns erstmal hier natürlich wieder um. Ich schätze, du gehst auch ohne das Geschirr nirgendwo mehr hin. Hundegeschirr? Oh. Oh. Der kann schon seit langem nicht mehr seiner Pflicht nachgehen. Auf jeden Fall. Darin brüten die Hennen wohl die Eier aus. Momentan ist aber keins zu sehen. Da ist ein nymphomanischer Hahn. Oha. Dieser wilde Hahn lässt mich nicht vorbei. Typisch. Ja, Hühner sind eigen. Ich bin auch nicht so ein Freund. Die Hühner sind schon ein bisschen auch arrogant, finde ich. Ja, evil schicken, ja, also die kann man eine nicht trauen. Hübsche Feder. Gute Federn, ja. Auf jeden Fall, Hühnern kann man nicht so trauen, finde ich. Eingebildeter Singvogel, obwohl der ist schon wieder schöner. Ein ausgesprochen hübscher Vogel. Er scheint dem Hahn den Kopf verdreht zu haben. Das ist ein V. Ja, die sind schön. Faul, faul. Der Ball fehlt. Vielleicht hat dein Hund damit Fang gespielt. Welcher? Deiner? Wer ist... Okay. Erstmal so ein bisschen alles hier einsagen wieder. Sie hätten Ball oder was? Ach, was ist denn hier los? Hässlich. Hallo, ihr Hühnchen. Seid ihr hässlich. Kein Wunder, dass kein Hahn in der Nähe ist. Hässliches altes Huhn. Kein Wunder, dass der Hahn die Federn davon lässt. Was? Hässliches dickes Huhn, altes Huhn, dummes Huhn, lahmes Huhn. Man würde sagen, das passt eigentlich alles zu Hunden, ne? Ne, ja, passt eigentlich schon. Kein Wunder, dass der Hahn die Federn davon lässt. Ist auch ein bisschen, naja. Kein Wunder, dass der Hahn die Federn davon lässt. Siehst du? Selbst Mary fällt das auf. Hallo, ihr Hühnchen. Seid ihr hässlich. Kein Wunder, dass kein Hahn in der Nähe ist. Okay, wir müssen die also vertreiben, oder was? Damit kann man ganze Leuchttürme zum Einsturz bringen. Indisches Sportfischergerät. Bitte, was ist los? Indisches Sportfischergerät? Fischgerät? Das sind Dynamitstangen. Was ist das denn für... Ist das eine kinderfreundliche Beschreibung für Dynamitstangen? Indisches Sportfischgerät. Wenn da... Heißen so? Ich hinterfrage nichts mehr. Was ist da... Ein Stopfei. Vermutlich aus der Theaterrequisite. Ein Stopfei. Ei, 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 ei. Das ist mir ei, ei, ei. Ach, ei, ei, ei. Amandas Gewehr. Amanda. Ich bin kein Meisterschütze und da ist auch nur noch eine Kugel drin. Was immer ich damit treffen will, ich sollte sehr nah rangehen. Was ich cool finde, ist an Mary, dass sie einfach so Sachen aufnimmt und so. Ne, sie ist halt, ach, egal, das ist ein toter Hund, ja, und sie hat so eine Knarren. Sie ist da halt so, sie ist halt... Ja, so kann man sagen, so Straßengönner, sie ist da nicht so pingelig, sie ist da ein bisschen robust. Das mag ich an ihr. Sie ist so, oh, nimmt ein Gewehr auf, oh, damit kann ich jemanden schießen. Ne? Aber sie ist halt, ne, sie, dass sie Eve nicht tot sehen will, das ist schon gut, weil man muss ja nicht gleich seine Freundin töten. Obwohl er, bei ihm hätte es, glaube ich, nicht geschadet, aber ich denke, den werden wir nochmal sehen. Ich glaube, mit ihm hat sich noch nicht erledigt. Der wird, da wird es nochmal eine Rache geben, aber mit seiner Klugheit, mit seinem IQ, das wird nicht lange gut gehen. Sind Theaterschminke und Haftcreme für künstliche Zähne. Wir haben eine ganz schöne Menge Zeug jetzt. Ich glaube, jetzt geht's auch richtig los hier mit den Sachen. Guck mal an hier.
Jei. Ich glaube, ich werde die Grafik einstellen, nochmal einstellen, weil das nimmt dann den ganzen Bild hier ein. Aber wie gesagt, das wird erst beim nächsten Mal angezeigt werden. Ist auch egal. Ich habe ja, glaube ich, jetzt so, ich nehme ja schon. Also ich nehme jetzt eigentlich an einen Tag auf das Ganze hier, darum. Ich habe zwar zwischendurch schon eine Pause gemacht und jetzt auch schon wieder, aber ich nehme eigentlich schon an einen Tag auf und es ist verdammt warm geworden. Also ist es auch ein bisschen anstrengend. Naja. Wer ist das denn da? Ach, das ist Oscar. Nee, hä? Ach, da oben. Dieser wilde Hahn lässt mich nicht vorbei. Okay, wir müssen ihn also. Warte mal, müssen wir ein. Gute Idee, aber die Feder hält nicht einfach so am Halsband. Ah. Ich habe die Feder mit Haftcreme bestrichen. Ich habe einen beachtlichen Federschmuck gebastelt. Ein ausgesprochen hübscher Vogel. Er scheint dem Hahn den Kopf verdreht zu haben. Ach so, der Hahn steht auf ihn. Und jetzt haben wir. Vieles würde damit schöner aussehen, das aber nicht. Das muss nicht geschminkt werden. Ja, schade. Das muss nicht geschminkt werden. Lieber nicht. Das reicht bestimmt noch nicht Ich aus. würde mich kalt machen. Oh ja. Yeah. Hier. Kurzen Prozess. Vielleicht hätte ich doch nicht ganz so nah herangehen sollen. Das Gewehr war jedenfalls keine Hilfe. Was war denn das für ein Schuss? Die hat ihm ins Maul reingeschossen. Ja. Ich glaube, man kennt sehr, sehr gut deutlich, dass das Spiel aus dem Jahr 2011 ist, weil solche Animationen heutzutage, das Spiel, Alter, das war sehr, sehr merkwürdig. Eine sehr merkwürdige Animation. Überreste eines Huhns. Eines Hundes, eines Huhns. Hundes des Huhn. Zu hoch oben. Richtig. Ja, ich find's schön, dass so ein bisschen ein Hass oder ne, Hühner so ein bisschen schlechter dargestellt sind, weil Hühner sind jetzt nicht so die. Wie gesagt, man sagt ja mal Hühner, aber ich finde Küken sind all süß, das weiß jeder, aber Hühner sind jetzt nicht so die schönsten Vögel. Also da mag ich eher wirklich Blaumeisen und Raben und Schwalben und halt Pfaue. Das sind schon so die Vögel. Hier ist alles versperrt. Ich muss einen anderen Weg ins Theater nehmen. Okay, wir haben aber schon einen Federschmuck. Vieles würde damit schöner aussehen. Lieber nicht. Lieber nicht. Können wir ihn nicht einfach hier mit Dynamit? Feuerzeug haben wir auch nicht mehr. Also. Dieser wilde Hahn lässt mich nicht vorbei. So ein Mist. Was sagst du denn dazu? Wie komme ich denn von hier aus bloß weiter? Versuche, in das Theater zu gelangen. Wie soll ich denn ein Huhn fangen? Schau dir mal die Hundehütte an. Okay. Ich denke, ich habe keine weiteren Fragen. Ja, ich glaube, das hat mir geholfen. Dann mal los. Ja, auf jeden Fall. Hund. Die Hundehütte. Das heißt, ach, müssen wir hier was machen? Darauf fallen Sie nicht herein. Vor allem die Farbe ist noch nicht so toll. Sieht aus wie ein richtiges Hühnerei. Put, put, schaut mal, was Tante Mary hier für euch hat. Oh Gott. Das Huhn sieht tatsächlich nach dem Ei. Nein, der ist immer noch da. Habe ich dich. Oh. Jetzt Ah! sieht es doch prächtig aus. Na, wenn das funktioniert, das ist aber. Ja. Mensch! Dieser wilde Hahn lässt mich nicht vorbei. Ja, bleib da mal ruhig, Mary. Alles gut. Geh doch nicht wieder zurück hier. Was stand da? Flottes Huhn. Aha. Bitteschön. So, du Biest, dann schau mal, was ich hier Hübsches für dich habe. Oh Gott. Sehr gut, Mary. Ich gehe mal vor. Bin gespannt, was uns erwartet. Oh Mann. Weiß ganz genau, was der Hahn vorhat. Guck mal. Okay, das ist. Ja. Der, oh Gott. Der hat doch nur eines im Kopf, der Alte. Der ist voll der Rollige, weißt du? Der war einfach nur. Naja, du weißt ja schon.
Ich würde sagen, ich werde erstmal hier wieder speichern, weil das war jetzt eine Menge, was passiert ist. Ah, jetzt haben wir da zwei Gäste. Guck mal an da. Speichern. Okay. Und ich würde sagen, ich würde dann mal eine Aufnahmepause machen. The Moon ist wieder da. Sailor Moon, Sailor Moon. Ba, 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 ba. Zu hoch oben. Ich weiß. Wir gehen erstmal durch das Fenster. Einen Moment noch. Dieses alte Spielzeug lasse ich lieber hier. Okay. Du bist die Frau. Oh, ein gemütlicher Ort. Das war wohl mal der Krankenraum des Theaters. Ein lauschiges kleines Plätzchen. Er erinnert mich ein wenig an zu Hause. An mein ehemaliges Zimmer. Hey, wir könnten ihn doch als Kommandobrücke nutzen und von hier aus unsere nächsten Schritte planen. Dann musst du auch nicht mehr auf der Straße schlafen. Eigentlich will ich gar nicht an zu Hause erinnert werden. Ich glaube, das Ganze war eine dumme Idee. Lass uns wieder gehen. Augenblick mal, Süßwasserpirat. Zuerst heulst du mir stundenlang die Ohren voll wegen deiner Schwester und dass wir sie unbedingt finden müssen? Und jetzt willst du einfach so abhauen? Ohne ein Wort der Erklärung? Du verstehst das alles nicht. Ich bin schuld am Tod meiner Schwester. Beim heiligen Dudelsack. Ich habe meine Familie zerstört. Mit dieser Last auf meinen Schultern konnte ich nicht weiter bei meinen Eltern leben. Also habe ich mich für ein Leben auf der Straße entschieden. Verstehst du jetzt? Ich verdiene, dass alles so ist, wie es ist. Jetzt hör mal gut zu, Landratte. Ich erkläre das jetzt nochmal, damit auch dein kleines, in Selbstmitleid versunkenes Köpfchen mitkommt. Der Geist deiner Schwester hat dich gerufen. Sie braucht Hilfe und sie will sie von dir. Oder um es anders auszudrücken, wenn du das hier jetzt auch noch vermuckst, dann gibt es wirklich keine Hoffnung mehr für dich. Also, Kopf hoch. Gemeinsam können wir das schaffen. Kapitän Oscar ist an deiner Seite. Und William ebenfalls. Ja, leider. Wahrscheinlich hast du recht. Na also, und jetzt lass uns erstmal die Tür da drüben aufmachen und das Orakel aufsuchen. Das wird uns sicher weiterhelfen können. In Ordnung. Und eigentlich finde ich das Zimmer gar nicht so übel. Wir werden es als Ausgangspunkt für unsere nächsten Schritte nehmen. Ein guter Entschluss. Und Oscar? Ja? Danke. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Ich meine, niemand, der erst so kurz meiner Crew angehört. In der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit. Sie sehen gut aus, Ethan. Weil ich mir neue Kleider angezogen habe. Ihre neuen Kleider sehen aus wie Ihre alten Kleider. Ich mag den Stil. Und wo ist die Kiste? Die Kiste? Naja, irgendwo werden Sie den Kopf des Mädchens schon reingepackt haben, richtig? Also, ich war diesem Mädchen auf der Spur. Bloß auf der Spur? Professor, glauben Sie mir, sie war allein. Und sie saß bereits in der Falle. Und sie ist trotzdem entwischt? Also auf einmal, da hat etwas meine Axt gepackt. Aber ich konnte nicht sehen. Und ich wurde in die Luft geschleudert. Und das hat Ihnen so viel Angst gemacht, dass Sie die Kleidung wechseln mussten. Wie eklig. So ganz war das nicht. Sie sind wirklich für gar nichts zu gebrauchen, Ethan. Was schlussfolgern Sie aus dieser Begegnung? Schlussfolgern? Naja, ich weiß nicht recht, was Sie meinen. Ethan, wenn man eine Stubenfliege mit einem Tischbein kreuzen würde, hätte das bemitleidenswerte Resultat noch mehr Vorstellungskraft als Sie. Wonach suchen wir denn die ganze Zeit, na? Geister. Sie meinen, ein Geist hat mich? Ist der Penny endlich gefallen? Ich sagte doch, dass Sie mir früher oder später glauben würden. Bleiben Sie an dem Mädchen dran. Es scheint Geister geradezu anzuziehen. Ich brauche die Energie dieser Geister, bevor es für mich zu spät ist. Ich bin so kurz davor, das Rätsel der Seelenübertragung zu lösen. Aber ich brauche mehr Tests, mehr Energie. Liefern Sie mir diese Energie, Ethan. Verfolgen Sie das Mädchen weiter und finden Sie heraus, ob es noch andere Quellen gibt, wo wir unsere Schnapper mit Geistern füllen können. Natürlich, Professor Ashcroft. Aha. Die Alte. Diese alte Schrulle. Ich sag's auch, irgendwas mit ewiges Leben wieder, oder nicht? Das ist so, sie hat nie ewig Zeit, sie hat nicht mehr lange Zeit. So, auf jeden Fall die Mary, ne? Ein bisschen pessimistisch, ein bisschen, das ist alles ihre Schuld. Ich kenne solche Charaktere, aber... Sieht schön aus, ist aber nur eine Requisite. Scharf ist es nicht. So, ich fasse jetzt nichts mehr an. Ich wollte eigentlich schon längst eine Aufnahmepause machen. Jetzt haben wir doch noch ein bisschen weitergemacht, aber jetzt haben wir so ein bisschen... Naja, so ein bisschen die
sagen wir mal, ja, die Beziehung ein bisschen verbessert. Und jetzt will ich hier nochmal das Ganze speichern. Und zwar hier oben, das große Theater. Und dann würde ich sagen, werde ich die Auflösung nochmal dahin machen, wo sie bereits war. Ne, nämlich, wir hatten die, wo war sie denn? Ja, da, das hatte ich nämlich. Und die Auflösung fand ich mit auch am besten, weil da ist halt alles gut zu erkennen. Und ja, werden wir natürlich erst in der nächsten Folge sehen. Aber jetzt haben wir das und jetzt lasse ich das so, weil da ist die Untertitel sind nicht so groß und die Icons auch nicht. Und ja, Mary, ne? Die Mary ist schon eine Süße, muss man sagen. Und ja, ich hoffe, ich mag solche Charaktere. Okay, das war's von mir von dieser ersten großen Aufnahme. Ich glaube, 4 Folgen, also 5 für die Woche habe ich einiges auf Lager. Mit ein paar Unterbrechungen, aber es ist auch wieder so warm jetzt, ey. Das denke ich, wird die Woche noch so bleiben. Und deshalb, ja, das war's von mir. Ich sage, Adios, Mas, Saunara und mögen die Geister mit euch sein.